Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wir werden oft von Eltern angeschrieben, die ihre Kinder hier zur Schule schicken und fragen, was dürfen unsere Kinder in der Schule überhaupt machen? Sie sind praktizierende Muslime, sie müssen natürlich ihre Religion nicht aufgeben, aber was darf man und was darf man nicht? Worauf hat man einen Anspruch? Was kann die Schule einem verbieten? Das sind so die häufigsten Fragen. Und in der Regel sind das immer Fragen aus 6 Gebieten. Die erste Frage dreht sich in der Regel immer um das Gebet. Und das ist wahrscheinlich der Punkt, der am häufigsten zutrifft. Besonders wenn man im Winter mal länger Schule hat, dann ist es schon so, dass man die ein oder andere Gebetszeit halt in der Schule verbringt. Was kann man da machen? Also, was das Gebet betrifft, so hat tatsächlich jeder hier in Deutschland in der Schule ein Anrecht darauf. Die Schule kann einem nicht verbieten, das Gebet zu verrichten. Was die Schule nicht machen muss, ist dafür einen extra Raum zur Verfügung zu stellen. Aber das Gebet an sich kann die Schule nicht verbieten. Ihr müsst allerdings darauf achten, dass ihr das macht, ohne den Betrieb zu stören. Denn dann hätte die Schule tatsächlich ein Argument und das kann man dann auch, vor einem Gericht durchsetzen. Also solange man den Betrieb nicht stört, den Schulfrieden nicht beeinträchtigt, solange darf man auch in der Schule sein Gebet verrichten. Es kann sein, dass die eine oder andere Schule sagt, wir möchten das nicht gerne, aber das ist denen überlassen. Aber dann könnt ihr uns anschreiben, denn darauf habt ihr einen Anspruch. Das Gebet ja, Gebetsraum habt ihr keinen Anspruch drauf. Was ist denn mit dem Freitagsgebet? Und das ist der zweite Punkt, der häufig gefragt wird. Auf das Freitagsgebet hat man so keinen Anspruch, denn dann müsste man die Schule verlassen und die nächste Moschee aufsuchen. Das kann man so nicht machen. In Deutschland herrscht Schulpflicht. Es kann sein, dass die Schule euch freistellt. So war das beispielsweise vor mir. Das ist allerdings schon über 20 Jahre her. Damals war das nicht das große Problem. Ich bin einfach hingegangen, gesagt, ich bin Muslim, ich musste freitags eine Stunde früher gehen. Und der Direktor hat gesagt, kein Problem, ne? Kannst einfach los. Das kann man heute versuchen, aber es ist nicht davon auszugehen, dass die Schule das macht. Und wenn nicht, dann da gibt es ja auch keine Alternative. Was man machen kann, ist, man könnte versuchen, vielleicht ein Freitagsgebet im kleinen Rahmen in der Schule zu organisieren. Auch wieder ohne den Schulfrieden zu stören. Kein großes Theater machen. Nicht mit Lautsprecher und eine große Predigt da in der Aula halten oder was auch immer. Sich irgendwo in eine Ecke zurückziehen. Es gibt Meinungen, die sagen, fürs Freitagsgebet reichen schon 3 Leute insgesamt. Und dann könnte man das Ganze vielleicht in 3-4 Minuten einfach über die Bühne bringen. Das wäre eine Alternative. Ist nicht das Schönste, aber das könnte eine Notlösung sein. Das betrifft das Freitagsgebet. Dann der dritte Bereich, Teilnahme an religiösen Feierlichkeiten, religiösen Zeremonien, Gottesdiensten etc. Das muss natürlich niemand hier. Und das steht auch so im Grundgesetz. Der Staat darf hier niemanden dazu zwingen, an einer religiösen Feier oder Zeremonie teilzunehmen. Man darf nicht einmal jemanden zwingen, wenn man einen Amtseid ablegt, dass man eine Formel hinzufügt, so wahr mir Gott helfe. Das war früher üblich, aber man hat gesagt, hey, selbst dazu darf man nicht jemanden zwingen. Das heißt, man muss daran grundsätzlich nicht teilnehmen. Wenn es einen Abschlussgottesdienst gibt, kann man sagen, mein Kind geht da nicht hin. Und dasselbe gilt auch für religiöse Feierlichkeiten in der Schule. Wir hatten jetzt vor ein paar Tagen, letzten Monat war das, den Fall von einer Weihnachtsfeier. Da hat die Schule erst darauf bestanden, Weihnachtsfeier, das ist doch gar nicht so christlich. Aber dann sind Eltern zu uns gekommen, wir haben die Schule angeschrieben und dann hieß am Ende, schön ist gut, ist doch irgendwo schon ein christliches Fest und das Kind wurde dann auch freigestellt. Das müsst ihr nicht, an religiösen Feierlichkeiten müsst ihr in der Schule nicht teilnehmen. Wenn die Schule das anders sieht, dann schreibt uns an, wir helfen euch. Dann Kopftuch in der Schule, religiöse Bekleidung. Das ist bei Lehrern immer so ein bisschen strittig. Da gab es vor ein paar Jahren mal ein Verbot, dass Lehrer das nicht dürfen, aber das betrifft uns nicht in erster Linie. Das damals geltende Kopftuchverbot, das ist auch schon vom Tisch für Lehrerinnen. Aber was jetzt die Schüler betrifft. Und Schülern, in diesem Fall Schülerinnen, kann man das natürlich nicht verbieten. Jede Schülerin in Deutschland darf mit einem Kopftuch zur Schule gehen. Auch wenn die Lehrer komisch gucken oder wenn die sagen, das gefällt uns nicht, das ist ein Symbol für was auch immer, das kann man nicht verbieten. Wir hatten jetzt vor einiger Zeit sogar den Fall, dass eine Schule nicht einmal einer Schülerin verbieten konnte, den Niqab zu tragen. Selbst das wurde vom Gesetz abgeschmettert, vom Gericht abgeschmettert. Wir haben gesagt, nein, so einfach geht das nicht, man braucht eine gesetzliche Grundlage. Da kann allerdings die Schule möglicherweise Argumente finden. Ja. Denn wenn die Schule sagt, hey, wir müssen ja hier unterrichten und zum Unterricht gehört die Kommunikation, dann kann es sein, dass man da was machen kann. Aber das normale Kopftuch, never.
Da kann die Schule euch nichts sagen. Dann der fünfte Punkt ist Schwimmunterricht. Das wird auch immer wieder gefragt, allen voran die Mädchen. Muslimische Eltern haben klassischerweise immer so ein bisschen Bedenken, verständlicherweise, die Mädchen zum Schwimmunterricht zu schicken. Das wurde auch schon mal hier in Deutschland vor einem Gericht ausgefochten. Da ging es in erster Linie natürlich um die Frage, Badeanzug, Bikini, das passt nicht zu einem muslimischen Mädchen, das kollidiert auch mit der Religion. Und die Eltern haben gesagt, so können wir unser Mädchen nicht zum Schwimmunterricht schicken. Und das ist dann bis zum Gericht gegangen auch und der Richter hat gesagt, okay, aber dann wäre ja die mögliche Alternative ein Burkini. Und das müsste ja dann auch genügen. Und damit war der Fall erstmal vom Tisch. Jetzt weiß ich auch, das ist nicht unbedingt das, was wir uns so vorstellen. Also man möchte nicht unbedingt sein Mädchen in einem Burkini zu einem solchen gemischten Schwimmunterricht schicken mit anderen Jungs zusammen. Da gibt es auch noch ein paar andere Probleme in unserer Religion. Deswegen ist das schon verständlich. Grundsätzlich gilt aber derzeit noch die Schulpflicht und die Schule wird die Kinder dann auch nicht dafür einfach so freistellen wollen. Ich finde das Spektakel, was darum in den letzten Jahren veranstaltet wird, tatsächlich ein bisschen übertrieben. Also vor 20 Jahren war das was ganz Normales. Da kann ich mich noch erinnern, wir hatten in der Moschee so Vordrucke, die haben dann die Eltern zur Schule gebracht und dann war das Kind halt ein halbes Jahr nicht beim Schwimmunterricht, Ersatzunterricht irgendwo in der Klasse. Das war kein großes Drama und man kann sich auch nicht vorstellen, dass irgendwann das Kind Abitur macht, bewirbt sich irgendwo, dann guckt man auf den Lebenslauf und dann, oh, da fehlt ja mal ein halbes Jahr Schwimmunterricht. Wenn jemand sich verletzt am Anfang des Schuljahres und dann ein halbes Jahr nicht am Sportunterricht teilnimmt, ja, dann richtet das auch keinen großen Schaden an. Also da jetzt zu argumentieren, hey, das muss aber unbedingt sein, Schulpflicht und ist übertrieben, aber es gibt diese Schulpflicht nur einmal und wenn die Schule so argumentiert, dann wird sie auch die Kinder dahin kriegen. Jetzt könnte man nochmal einen neuen Versuch starten. Man kann durchaus in Deutschland das religiös begründen. Und wenn man das religiös gut begründen kann, dass Schwimmunterricht mit der Religion in Konflikt steht, dann kann es auch sein, dass ein Gericht hier so entscheiden würde und würde sagen, hört mal zu, dann dürfen die Kinder sich davon befreien lassen. Das müsste man nochmal sehen. Aktuell ist die Lage, ihr könnt bestenfalls eure Tochter in ein Burkini hinschicken. Mehr ist nicht zu machen. Alles andere müsste man noch einmal separat klären. Und der letzte Punkt, der oft gefragt wird, das ist die Klassenfahrt. Müssen wir unsere Kinder mit zu Klassenfahrten schicken? Klassenfahrten sind grundsätzlich Pflichtveranstaltungen. Und ja, da gilt auch die allgemeine Schulpflicht. Man denkt immer so bei Schulpflicht, ja, das ist Unterricht, Mathe, Physik beibringen, aber das gilt nicht nur. Die Schule soll nicht nur Mathe und Physik und Erdkunde und sowas beibringen, sondern es gibt noch Ziele darüber hinaus. Beispielsweise das Gemeinschaftsgefühl, Selbstverantwortlichkeit etc. etc. Und das kann man auch durch Klassenfahrten verwirklichen. Dieser Punkt ist auch schon vor Gericht geklärt. Klassenfahrten kann man grundsätzlich auch unter der Schulpflicht sehen. Es ist ein bisschen strittig, ob man sich da von befreien lassen kann. Und das handelt tatsächlich jedes Bundesland in Deutschland anders. Also Schulrecht ist grundsätzlich Länderrecht und jedes Land kann da so seine eigenen Regeln machen. In Nordrhein-Westfalen ist es beispielsweise so, es gibt eine Richtlinie für die Schulen, dass wenn ein Elternpaar in Konflikt steht mit einer Klassenfahrt, wenn die sagen, aus religiösen Gründen oder auch aus erzieherischen Gründen, möchten sie nicht, dass das Kind mitfährt. Dann können sie einen Antrag auf Befreiung stellen, dann gibt es ein Gespräch und wenn danach immer noch die Eltern sagen, nein, wir möchten das nicht, dann können sie sich befreien lassen und das Kind geht dann in einen Ersatzunterricht. Das gilt für Nordrhein-Westfalen. Es gab schon andere Fälle in anderen Bundesländern, wo das nicht so gesehen wurde. Da ist das sogar mal bis zum Gericht gegangen und das Gericht hat gesagt, ja, so einfach geht das nicht, sich davon befreien zu lassen. Das ist schon allgemeine Schulpflicht. Und vor allen Dingen sieht der Richter das nicht so gerne, wenn man so, wie soll ich sagen, so pauschale Ängste äußert. Wenn man sagt, meine Tochter geht hin, es könnte ja was passieren, die Jungs verführen sie oder machen irgendwelchen Unsinn. So allgemein hat das nicht Hand und Fuß in Deutschland. Da muss man schon sehr konkret darauf hinweisen, es gab in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen mit Klassenfahrten, die haben sich alle besoffen, drei Mädchen sind schwanger geworden. Andere Sachen sind passiert, die planen vielleicht in die Disco zu gehen und ich möchte das nicht. Also man muss schon sehr konkret belegen können, warum man sagt, mein Kind soll da nicht hin, weil eine ernste Gefahr besteht, dass wenn man das begründen kann, hat man eventuell auch Aussicht da auf Erfolg. Aber das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Wenn jemand da Bedenken hat oder er steht in dieser Situation, dann schreibt uns einmal
Und wir können auch schauen, wie das bei euch in dem Bundesland aussieht, ob ihr euch davon befreien lassen könnt oder nicht und wenn ja, wie man da vorgeht. Ganz allgemein, auch wenn wir sagen hier, es gibt bestimmte Dinge, da habt ihr einen Anspruch drauf, raten wir aber immer dazu, erst einmal eine friedliche Lösung zu suchen. Es ist schon ganz oft passiert, dass wir angeschrieben wurden und ja, es werden dann Probleme geschildert und das Gebet in der Schule und wenn man dann Rückfrage, also wenn man einmal fragt, so habt ihr schon mal irgendwie den Direktor kontaktiert, saßt ihr mal mit dem, habt ihr ihm das Problem erklärt? Nein, haben wir noch nicht, wir trauen uns nicht. Traut euch ruhig. Ja, ich weiß, die Stimmung hat sich ein bisschen verschlechtert, aber ihr müsst nicht denken, dass jeder Mensch hier in Deutschland und jeder Lehrer irgendwie ein Islamhasser wäre oder sowas. Das ist in vielen Fällen also nicht so gegeben. Sucht erst einmal das Gespräch und erklärt das in Ruhe. Sagt einfach hier, wir sind Muslime und das ist ein Teil unserer Religion. Wir wollen hier kein Chaos stiften, wir wollen den Schulfrieden auch nicht stören. Und habt auch Verständnis dafür, dass ihr nicht einfach Kinder aus dem Unterricht rausnehmen könnt oder etc., sondern versucht erstmal eine Lösung zu finden im Rahmen eurer Religion. Und erklärt das ganz ruhig. Wir sind Muslime, das ist unsere Religion. Und wir würden uns wünschen, dass unsere Kinder die Möglichkeit haben, das und das hier an der Schule auch zu machen, ohne dass es zu Beeinträchtigungen des Schulfriedens oder des Unterrichts kommt. Und wenn man das so vorträgt, dann denke ich, dass man in vielen Fällen das Problem auch so lösen kann. Sollte es dann immer noch Einwände geben, dann kann man sich immer noch an uns wenden. Aber versucht es einfach erstmal auf diesem Weg. In diesem Sinne, Barakallahu fikum. Dir gefällt unsere Arbeit und du möchtest mehr davon sehen? Dann werde jetzt Mitglied. Melde dich an unter www.islamische-union.de. Du kannst den Antrag direkt online ausfüllen, das dauert keine 2 Minuten. Deswegen zögere nicht, werde jetzt Mitglied der Föderalen Islamischen Union.